Sie sind krank! Welcher Psychologe würde so etwas Grauenvolles sagen? Ich. Ja, Freunde, ihr habt es richtig gesehen. Die Lara als Psychologe. Ihr wolltet es, ihr kriegt es. In diesem Sinne, willkommen zu einer weiteren Folge von... Ey, die Lara sucht die Arbeit. Ich komme nie wieder hierher. Die 200 Euro habe ich so oder so abkassiert. Verpiss dich. Arbeit heißt doch kein Geld, ey, die Lara, lass es wieder krachen. Sie hat die Ideen, die nicht gut sind, jawohl, denn gleich gibt's was zu lachen, yeah. Die Lara heißt ich und jeder hier kennt mich. Sie sucht eine Arbeit, doch jeder sagt nein. Die Lara heißt ich, die ganze Welt kennt mich. Sie sucht und sucht, doch keiner will sie. Na, 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 na. Bevor wir beginnen, möchte ich mich bei allen Patienten von Dilara entschuldigen. Sie haben 200 Euro für diese Therapie bezahlt, nur damit sie am Ende mit noch mehr Problemen rausgehen. Super, viel Spaß mit der Folge. Erzähl, was ist dein Problem? Die Kinder in der Schule. Das ist mein Problem. Was ist mit denen? Die machen sich die ganze Zeit über mich lustig. Über deinen Mundgeruch, oder? Zu Recht. Zu Recht. Nee, nicht über meinen Mundgeruch. Dann sollten Sie das gefälligst machen. Ich rieche den Käsefutz bis hierhin. Hören Sie, es geht nicht um meinen Mundgeruch. Bist du dir sicher? Ja, ich höre was viel Schlimmeres von den Kindern in meiner Schule. Was denn? Sie machen sich über mein Gewicht lustig. Oh, das ist gar nicht gut. Absolut nicht. Was sagen Sie so zu dir? Sie nennen mich oft Fettsack. Fettsack, ja. Das ist ein beliebtes Wort, um sich über dickere Leute lustig zu machen. Ja. Was noch? Ja, Fettsack eigentlich. Sonst... Dickerchen. Ja, stimmt. Das höre ich auch oft, ja. Fette Sau. Ja, das auch, ja. Fettlos. Hm? Rollmops. Kugel. Brocken. Okay, genug. Dampfwalze. Fleischberg. Fettsack. Fettsack hatten wir schon. Hummelchen. Vielfraß. Okay, reicht, ja. Ich habe diese ganzen Begriffe irgendwann schon mal gehört. Ja. Fettwanze. Reicht! Okay, ja, ist ja gut. Sag mir, wieso du überhaupt hier bist. Wieso ich bei Ihnen bin? Ja, ist doch ganz klar. Nee, finde ich nicht. Ich brauche halt Ihre Hilfe. Nee, du brauchst meine Hilfe nicht. Sondern die von einem Fitnesstrainer. Ja, du hast richtig gehört. Sie nennen dich Fett, dann nimm ab. Ende der Geschichte. Hast du Hunger oder wieso stotterst du? Ey, die Lara sucht die Arbeit. Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich muss noch ein Experiment durchführen, um bestätigen zu können, dass Sie Klaustrophobie haben. Klingt logisch, ja. Ich werde Ihnen jetzt Aufgaben zeigen. Ich würde Sie bitten, diese richtig zu beantworten. Mhm, bin bereit. Oh, das ist einfach. 4. 3 plus 3, das ist 6. Mhm, okay, jetzt wird's schwieriger. Johnny hat 6 Äpfel. 2 frisst er. Wie viele hat er noch? 6 Äpfel minus 2. Dann hat er noch 4 Äpfel. Okay. Und? Habe ich bestanden? Was denn? Ja, das Experiment. Ach so, nein, das war noch nicht das Experiment. Weiß nicht? Nein. Nein, nein. Was war es sonst? Meine Mathehausaufgaben. Ich habe Hilfe gebraucht. Danke. Ich hoffe, die Antworten sind richtig. Idiot. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Ich hab gehört, dass Sie mit Hunden reden können. Ja, das ist unglaublich. Und die Hunde können auch Ihre Wörter verstehen? Ja. Wahnsinn, also heißt das, dass Sie nicht nur Psychologe für Menschen sind, sondern auch für Hunde? Ja. Krass, dann würde ich gerne, dass Sie meinen Hund Ghibli behandeln. Kein Problem, haben Sie ihn mitgenommen? Selbstverständlich. Oh, was für ein Süßer. Das ist also Jafar. Ghibli. Jasmine. Ghibli. Ghibli. Okay, okay. Was ist jetzt mit Disney? Mein Hund Ghibli attackiert fremde Leute und ich vermute, dass das etwas mit seiner Gefühlslage zu tun hat. Ich weiß nicht, was bei ihm abgeht. Deshalb bin ich ja bei Ihnen. Okay, ja, kein Problem. Ich rede mal mit dem Hund. Okay, ja. Machen Sie das. Hey, Jabri. Ghibli. Er heißt noch immer Ghibli. Wuff. Wuff. Und? Was sagt er? Halt kurz die Fresse, unterbrech uns nicht. Oh. Wuff, wuff. 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 Miau. Miau, 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 miau. Okay, okay. Und? Was ist jetzt? Ich hab mit dem Hund geredet und er meint, dass er keine Leute mehr attackiert. Ach, danke.
Das ist mega. Ja, das macht dann 500 Euro. Wie bitte? Denkst du, ich arbeite kostenlos? Nein. Ich habe nur gedacht, dass die Therapie 200 Euro kostet. Bei Menschen 200 Euro. Bei Hunden 500. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Du musst an dich glauben. Du bist eine besondere Person. Du wirst alles schaffen. Ehrlich? Ja, ich glaube an dich. Oh, und die Schule, die wirst du auch sicher schaffen. Danke. Ihre motivierenden Wörter haben mir wirklich sehr geholfen. Mir geht es schon viel besser. Das höre ich so zum ersten Mal. Freut mich. Freut mich. Was macht denn 200 Euro? Ja, stimmt. Mit Karte bitte. Da, kein Problem. Hm? Komisch, habe ich kein Geld mehr auf der Karte? Sieht so aus. Was machen wir jetzt? Kein Grund zur Sorge. Wir nehmen auch Bar. Ich habe leider kein Bargeld bei mir. Das heißt, dass Sie die Therapiestunde nicht bezahlen können. Ja, yeah, sorry. Ich nehme alles Positive zurück, was ich zu dir gesagt habe. Was? Du bist ein Niemand. Keiner mag dich. Pfui. Ey, nein. Bitte nicht. Alles, was ich zu dir gesagt habe, war eh gelogen. Nein. Ich habe dir ja davor gesagt, dass du die Schule schaffen wirst. Ja? War auch gelogen. Du wirst sie nie schaffen. Nie. Was? Niemals. Schau dich mal an. Du Versager. Hören Sie bitte auf. Du wirst auch irgendwann ein obdachloser Penner. Das sehe ich in deinen Augen. Oh nein, jetzt bin ich wieder voll traurig. Perfekt, dann sind wir wieder am Anfang. Kommen Sie zu mir, wenn Sie 200 Euro haben. Was? Was ist? Steht hinter mir Ronaldo oder wieso schaust du so? Ey, die Lara sucht die Arbeit. Oh, hey, sie kenne ich doch. Ja, ich war die mit dem Hund. Jeremy. Ghibli. Jimmy, ja. Sie sind ein Betrüger. Was? Sie meinten, dass mein Hund keine Leute mehr attackiert. Das habe ich ihm so gesagt. Ob er mir zuhört oder nicht, das ist dann seine Sache. Lüge! Sie können nicht mal mit Hunden reden. Ghibli hat nach der Behandlung 3 Leute attackiert. Okay, ja, das war gelogen. Was jetzt? Ich wusste es. Sie sind aber auch selber schuld. Welcher Mensch kann mit Hunden reden? Sind Sie dumm? Ich habe 500 Euro für eine Verrückte gegeben, die nur ein wenig Wuff-Wuff gemacht hat. Die einfachsten 500 Euro meines Lebens. Ich kann auch nicht zur Polizei gehen, weil ich keine Beweise habe. Richtig. Sag's dir selber. Spaß, ich habe das ganze Gespräch mit meinem Handy aufgenommen. Ich gehe damit zur Polizei. Die Lara hat wieder verkackt. Wollt ihr eine weitere Folge Die Lara sucht Arbeit sehen? Dann gebt dem Video 10.000 Likes. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wo die Lara als nächstes arbeiten soll. Falls euch das Video gut gefallen hat, dann kann ich auch einen weiteren Part von der Psychologenfolge machen. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welcher Ehrmann oder welche Ehrenfrau genau bis jetzt geschaut hat. Als klitzekleines Dankeschön blende ich mir immer 3 Kommentare von euch ein. Und falls ihr auch im nächsten Video erwähnt werden wollt, dann schreibt einfach einen random Kommentar in die Kommentare. So Leute, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bye. Die 200 Euro habe ich so oder so abkassiert. Verpiss dich. Oh, Kamera zu warm. Abkühlen lassen.